In diesem Kapitel wollen wir uns die HTML5-Formularelemente genauer anschauen. Nochmal der Hinweis, das Ganze finden Sie auch bei Self-HTML. Auch das ist sehr, sehr hilfreich, um das einzuüben. Das heißt, bitte schauen Sie mal da drauf, spielen Sie damit, um die HTML5-Formulare besser zu beherrschen. Hier sehen Sie den Rumpf eines HTML-Formulars mit dem Form-Tag Beginn und Ende. Und alles, was innerhalb dieses Form-Tags an Steuerelementen drin ist, das wird dann zum Server gesendet. Zu welcher Datei es geht, das steht dann in der Action-Attribut-Beschreibung hier drin. Typischerweise ein serverseitiges Skript wie eine PHP-Datei. Als Method, wenn Sie das nicht angeben, ist standardmäßig get gewählt. Sie können aber auch method gleich get schreiben oder method gleich post. Das ist dann die HTTP-Methode, die aufgerufen wird, ob Sie per HTTP get oder HTTP post dieses Formular zurücksenden. Hier sind zwei Buttons drin, einmal ein Submit und einmal ein Reset-Button. Was die bedeuten, schauen wir uns dann als nächstes an. Es gibt drei verschiedene Arten von Buttons. Es gibt die regulären Buttons, Input Type Button. Die lösen normalerweise ein JavaScript aus. Dieses JavaScript prüft dann erstmal, ob die Eingaben alle gültig sind und sendet dann ab. Es gibt auch einen Submit Button, der sendet direkt zum Server ohne vorherige JavaScript-Prüfung. Und es gibt einen Reset Button, der setzt die Formularinhalte einfach clientseitig zurück auf den Standardwert, löscht also damit das Formular, sendet aber nicht zu dem Server. Hier sehen Sie schon das erste Beispiel. Es geht zu einer PHP-Datei mit Method Get, weil es eben nicht angegeben ist. Sie haben einen Benutzernamen und ein Passwort, das können Sie eingeben. Beides sind hier Texteingabefelder. Bei dem Passwort sehen Sie schon das erste Problem, dass das Passwort hier im Klartext steht, was nicht der Fall sein sollte. Ja, wenn jemand hinter Ihnen vorbei dann läuft, sieht er Ihr Passwort. Das tut man normalerweise nicht. Mit Reset werden die Inhalte zurückgesetzt und mit Submit geht es dann eben zu dieser Auswertungsskript-PHP-Datei. Hier ist dasselbe nochmal beschrieben. Input-Type-Text ist typisch für einzeilige Textfelder, die aber im Klartext angezeigt werden. Standardmäßig, wenn Sie in dem Formular nichts drinstehen haben, wird es per HTTP-GET über die URL natürlich da auch im Klartext versendet. Das sind die möglichen Input-Types. Text haben Sie gerade gesehen. Es gibt nach Passwort, um eben das Passwort nicht im Klartext anzuzeigen. Das sehen wir gleich noch. Ein paar andere wie Search, Tell, URL, E-Mail, Weblinks und noch weitere für Zahlen, Datum, Uhrzeit. Die schauen wir uns jetzt im Folgenden exemplarisch einmal an. Textfeld haben wir schon besprochen. Ja, also einen regulären einzeiligen Text. Ein solches Feld sollte immer noch einen Namen haben, denn anhand des Namens wird serverseitig erkannt, was da übermittelt wurde. Ja, das heißt, wenn Sie das zum Server übergeben, zu dieser PHP-Datei, hat die PHP-Datei dann nachher Zugriff auf eine Variable mit Namen Beispiel und der Inhalt ist dann der Inhalt, den Sie im Textfeld eingegeben haben. Dann gibt es jetzt noch die Lösung zu der Aufgabe von eben. Mit Input-Type-Password können Sie eben verhindern, dass das, was Sie da eingeben, auch so genau so da steht. Für jedes Zeichen ist hier jetzt ein Platzhalter angegeben, sogar den können Sie per CSS formatieren. Natürlich, egal ob da jetzt per HTTP-GET oder POST übertragen wird, letztlich wird dieses Passwort immer noch im Klartext übertragen. Das heißt, mit einem Sniffer wie Wireshark können Sie das noch sehen, es sei denn, Sie verwenden HTTPS als Übertragung. Das heißt, hier steht es unten im normalen HTTP-Protokoll, wird trotz der verdeckten Eingabe im Klartext noch übertragen. Also das bitte niemals vergessen. Dann haben Sie Input-Type-Search. Da können Sie letztlich einen von verschiedenen Elementen auswählen. Was da an Optionen existiert, ist in einer Liste aufgeführt. Die wird üblicherweise auch von einer Datenbank serverseitig generiert, sodass quasi diese Liste letztlich dynamisch ist. Der Client sieht aber dann nur diese Liste.
Und aus dieser Liste können Sie dann durch Eingabe hier ein Element auswählen und das wird dann zum Server gesendet. Hier haben Sie eine Telefonnummer mit Input-Type Tel. Zahlen und ein paar Zusatzzeichen können eingetragen werden. Spannend ist hier, wenn Sie zum Beispiel ein Mobiltelefon verwenden und er trifft auf einen solchen Input-Type im Browser des Mobiltelefons, wird automatisch dann auch die Zifferntastatur eingeblendet. Ist für die Usability ganz hilfreich. Input-Type URL, auch wieder nur eine Texteingabe eigentlich. Aber es wird geprüft, ob Sie hier eine gültige URL angegeben haben. Das läuft, soweit ich weiß, über einen regulären Ausdruck. Sie können, das ist auch sehr, sehr oft möglich, bei verschiedenen Formularfeldern mit Value einen Standardwert festlegen. Das bedeutet, wenn das Formular gerade geladen wird, steht in diesem Fall hier schon HTTPS drin. Ja, das können Sie dann vervollständigen, eben mit der Prüfung auf Gültigkeit. Das funktioniert in den neueren Browsern. Und wenn Sie dann eben eine ungültige URL eingegeben haben, bekommen Sie eine Fehlermeldung noch bevor das zum Server gesendet wird. Ältere Browser können unter Umständen mit den neueren Input-Types noch nichts anfangen. In diesem Fall wird das immer umgewandelt zu einer normalen Texteingabe. Das heißt, auf Seiten des Servers, auf Seiten der PHP-Datei, müssen Sie auf jeden Fall nochmal prüfen, ob diese URL gültig ist. Generell alle Eingaben, die der Client macht, sind serverseitig nochmal vollständig zu prüfen, weil sie ja auch zum Beispiel über so ein Tool wie Postman diese Abfragen genau manipulieren können, indem sie da irgendetwas reinschreiben. Input-Type E-Mail, genau das gleiche, nur mit einer gültigen E-Mail-Adresse. Hier wird beispielsweise geschaut, ob da ein @ drin ist. Wenn das nicht der Fall ist, ja, und Sie versuchen es zu senden, kommt eine Fehlermeldung, dass Sie hier eben eine gültige E-Mail-Adresse noch einzugeben haben. Input-Type Hidden sind versteckte Formularfelder. Damit können Sie beispielsweise über JavaScript noch Zusatzinformationen verwenden. Es verhält sich aus Sicht von JavaScript und auch aus Sicht der serverseitigen Skriptsprache wie ein normales Textfeld. Es ist eben nur unsichtbar. Das heißt, Sie sehen das nicht im Formular. Hier haben Sie ein Beispiel dazu. Sie haben ein Textfeld und ein Passwortfeld. Das sind die beiden Felder, die Sie sehen. Unten ein Submit-Button. Also hier zwischen, das ist nicht sichtbar. Das ist genau dieses Hidden Field. Da steht dann noch irgendetwas drin, was mit zum Server übertragen wird, was aber eben für den Benutzer hier im Browser nicht sichtbar ist. Und wenn Sie es per Post senden, ist es natürlich auch in der URL nicht sichtbar. Input-Type Number ist noch interessant. Damit können Sie beliebige Zahlen angeben. Es gibt hier ein paar Zusatzattribute. Sie können zum Beispiel mit Max- und Min-Grenzwerte festlegen von Zahlen, die nur erlaubt sind. Mit Step können Sie die Schrittweite vorgeben, denn sehr, sehr oft sind da kleine Buttons an den Eingabefeldern nach oben und nach unten. Und wenn Sie da draufklicken, ist dann die Frage, wie weit er hochzählt mit einem Schritt oder wie weit er runterzählt. Auch hier wieder mit Value können Sie eine Vorbelegung mit einem Initialwert machen. So sieht das aus. Input-Type Number für diese Zahlen und deshalb können Sie Min und Max angeben. Hier ist die Schrittweite, das heißt, wenn Sie einmal hier auf diese kleinen Buttons drücken, geht es um diese Schrittweite nach oben oder nach unten. Der Standardwert ist 30 und zum serverseitigen Auslesen heißt dieses Ding Beispiel und hat dann den Inhalt, der eben zurückgesendet wird. Input-Type Range ist eigentlich genau das gleiche. Auch hier haben Sie ein Min, Max, ein Value. Ein Step ist auch möglich, aber in der Darstellung sehen Sie ja hier so einen Schiebebalken, über den Sie dann den Wert übertragen. Es gibt noch eine Orientierung. Mit vertikal geht dieser Schiebebalken eben von oben nach unten. Standardmäßig ist er horizontal eben von links nach rechts. Dann haben wir ein Input-Type-Date. Wenn Sie einen deutschen Browser haben, haben Sie dann auch hier die deutsche Datumseingabe. Und manchmal sehen Sie noch, je nach Browser,
hier so ein kleines Kalendersymbol. Wenn Sie draufklicken, sehen Sie dann den regulären Kalender, wo Sie sich dann einen Tag auswählen können, sodass Sie auch hier eine schöne Usability haben. Dann gibt es noch Date, Time, Local. Da wird eine Datumsangabe und zusätzlich eine Uhrzeit übertragen. Hier sehen Sie das mal als Beispiel, für den Fall, dass das mal nötig ist. Aber dabei wird die Zeitzone nicht berücksichtigt. Auf dieser Seite stehen die etwas spezielleren, neueren Input-Typen, also zum Beispiel Tell, Date, Daytime Local, Week, Month gibt es auch noch. Die sind, wie gesagt, nicht immer alle und auch nicht immer gleichartig beim Browser interpretiert. Nochmal der Hinweis, wenn es nicht richtig interpretiert wird, ist es typischerweise ein normales Textfeld, sodass Sie nicht davon ausgehen können, dass diese Eingaben wirklich gültige Datumswerte sind oder gültige Wochen- oder Monatsnamen. Das heißt, Sie sollten das nochmal mit JavaScript prüfen, wenn Sie wollen, zur Usability, aber insbesondere auch auf jeden Fall nochmal serverseitig, bevor Sie dann sowas in eine Datenbank schreiben. Dann gibt es noch eine Text-Area. Das ist ein mehrzeiliges Textfeld. Hier sehen Sie noch die Attribute Calls und Rows. Die schauen wir uns noch genauer an. Das, was da in dieser Text-Area drinsteht, schreibt man im Gegensatz zu den anderen Formularfeldern nicht in ein Value-Tag, Entschuldigung, nicht in ein Value-Attribut, sondern als Text hier zwischen dem Beginn- und Ende-Element. Also das entspricht dem Default-Value. Ein mehrzeiliges Eingabefeld. Typischerweise können Sie hier unten rechts das Ding noch größer oder kleiner ziehen. Die gesamten Attribute können Sie natürlich auch per CSS setzen, wie immer. Das sind die Attribute, die es gibt. Auch hier wieder ein Name, um es serverseitig auszulesen, zu interpretieren. Rows sind die Anzahl der Zeilen, damit die Höhe des Textfelds. Mit Columns, Cols, ist die Anzahl der Spalten gemeint. Spalte bedeutet hier in diesem Zusammenhang die Anzahl der Zeichen, die nebeneinander stehen können. Mit Read-Only ist es ein reines Ausgabefeld. Da können Sie die Daten, die da drin sind, nicht mehr verändern. Dann gibt es noch sogenannte Radio-Buttons. Das sind diese runden Knöpfe, die man typischerweise in Verbindung bringt mit einer 1:N-Auswahl, dass Sie also nur einen von N Buttons auswählen können. Auch hier, jeder Button hat für gewöhnlich einen Namen, um ihn serverseitig auszulesen. Ein Value, das ist der Wert, der dann übertragen wird, wenn dieser Button gedrückt ist. Mit Checked können Sie sagen, dass dieser Button gerade ausgewählt ist. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier haben Sie ein Formular mit drei Radio-Buttons. Die haben alle denselben Namen. Das heißt, nur einer von den dreien darf ausgewählt werden. Und wenn der jeweilige gerade ausgewählt ist, wird dieses Value zum Server übertragen. Und wenn Sie das Formular laden, ist das erste Element checked, also angewählt. Und hier sehen Sie noch, was dann dahinter steht, um die Radio-Buttons zu identifizieren im Formular, damit der Benutzer das auch sehen kann. Einen kleinen Fehler sehen Sie hier noch. Dieses Input-Tag hat kein schließendes Element. Das sollte es haben, denn sonst ist es kein gültiges HTML5. Bei Tests oder Klausuren würden Sie dementsprechend immer einen kleinen Punktabzug bekommen. Es gibt noch ein zweites Eingabe-Box-Feld, das ist die Checkbox. Das sind die viereckigen Felder, die typischerweise zum Ankreuzen gedacht sind. Die können Sie auch gruppieren, wenn Sie wollen. Aber hier haben Sie keine 1:N-Auswahl typischerweise, sondern eine N:M-Auswahl. Jede einzelne Checkbox kennt nur die Zustände ausgewählt und nicht ausgewählt. Ansonsten verhalten die sich sehr, sehr ähnlich zu den Radio-Buttons. Schauen wir uns auch das mal an. Sie haben hier Checkbox, die alle den gleichen Namen haben. Und wenn diese Checkbox angehakt ist, wird das jeweils übertragen auf den Server per HTTP GET in diesem Fall. Sie haben aber jetzt die Möglichkeit, dass Sie verschiedene
Elemente auswählen. Ja, in diesem Beispiel sind zwei Elemente ausgewählt. Das wird dann serverseitig so aussehen, dass Sie eine Eigenschaft Gericht bekommen. Und da wäre dann ein Array von String drin, nämlich einmal Paella und einmal Bratkartoffeln. Das heißt, auf diese Art und Weise erhalten Sie dann diese Daten auf dem Server zur weiteren Auswertung. Und in dem Fall sehen Sie auch hier, ist es richtig gemacht worden im Vergleich zu den Radio-Buttons. Hier haben Sie den Input-Tag korrekt mit einem Ende-Element laut HTML5-Standard geschlossen. Dann gibt es noch eine Sache, die für die Barrierefreiheit sinnvoll ist. Sie sollten jedes Formularelement sowohl gruppieren als auch ausreichend beschriften. Und da nehmen wir als Beispiel diese Idee mit den Checkboxen. Ja, Sie hatten hier drei Checkboxen mit verschiedenen Inhalten. Das kann so noch nicht barrierefrei wirklich interpretiert werden. Das kann man also noch besser machen über ein Label und ein Vorattribut. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Das ist eine ähnliche Darstellung, die eben besser geeignet ist. Sie haben für jedes Feld, also für jedes Formularfeld, für jede Checkbox ein eigenes Label. Ja, das ist quasi das Label für dieses Feld mit dieser ID. Das heißt, Sie haben zusätzlich noch eine ID vergeben, die natürlich eindeutig sein muss. Und damit beschriften Sie quasi dieses Feld mit Pizza. Das wäre wesentlich sinnvoller für eine barrierefreie Interpretation, was sehr, sehr oft Vorgaben ist von den Homepage-Benutzern, dass eben auch zum Beispiel Sehbehinderte über einen Screenreader ordentlich mit diesen Formularen arbeiten können. Ja? Das heißt, Sie haben hier verschiedene Labels und die referenzieren jeweils zu den Formularfeldern eben eindeutig, um die genau zu beschriften. Dann gibt es zusätzlich noch ein Fieldset-Element. Damit können Sie größere Gruppen von Steuerelementen nochmals gruppieren und denen auch einen Namen geben. Das läuft über die Legende. Auch das dient dazu, gerade größere Formulare nochmal unterzustrukturieren und eben auch besser für die Usability, für den Benutzer auswertbar zu machen. Das Legend-Element liegt genau auf diesem Rahmen. Das ist also dann die Beschriftung dieses jeweiligen Fieldsets. Hier ist es so, Sie können sogar die gesamten Fieldsets mit eigenen Attributen versehen. Sie können zum Beispiel es disabled machen, wenn es nur ausgelesen wird, vielleicht aufgrund von einer vorherigen Eingabe, aber nicht mehr geändert werden darf. Sie können das Fieldset sogar außerhalb eines Formulars definieren und dann mit diesem Attribut dieses Fieldset einem Formular zuordnen. Und auch das Fieldset selber kann für ein serverseitiges Skript noch mit einem Namen versehen werden. So sieht das dann komplett aus. Noch weiter aufgebohrt quasi. Sie haben hier das Formular. Das ist ein Fieldset. Das Fieldset hat eine Legende und der Text der Legende steht dann eben hier oben. Dann haben Sie wieder die drei Checkboxen und jede Checkbox hat ein eindeutiges Label. Das können Sie so machen für beliebige HTML-Formulare. Das war schon alles, was ich zu den HTML-Formularen sagen wollte. Spannend ist natürlich dann, wenn wir mit serverseitigen Skriptsprachen hingehen und dann diese Formulare auch auswerten. Wir werden auch hingehen, uns die Sprache PHP genau anschauen, um genau diese Auswertungen vorzunehmen. Aber das machen wir in einer späteren Lerneinheit.